Und wir sind alle auch, wir haben uns halt logischerweise sehr viel über diese Thematik unterhalten und wir sind eigentlich alle ziemlich entrüstet darüber, dass so wenig Leute sich scheinbar für diese Sache interessieren, die so kurz vor unserer Haustür steht. Ja, also wir sehen auch hier die Leute, viele vorbeilaufen, die weiter ihrem Konsumrausch folgen, aber einfach gar nicht hören wollen, dass die Bomben gar nicht mal weit von uns entfernt einschlagen. Das ist nicht weit weg, Ukraine. Schaut euch an, was in Gaza passiert. Das sind alles Dinge, da muss langsam ein bisschen wachgerüttelt werden für, und ich kann es nicht verstehen. Ich hatte da vor kurzem so mal einen Text erfasst, den ich eigentlich posten wollte und ich will ihn mal kurz dann halt so dazu vortragen. Es ist halt so, dass wir seit fast 4 Monaten jetzt schon diese Mahnwachen hier in Saarbrücken ja durchziehen und seit fast 4 Monaten stehen wir hier mit einem harten Kern aus Aktivisten und Interessierten. In den 4 Monaten zeigte sich das Interesse an den Mahnwachen leider sehr oft nur am Wiederkäuen irgendwelcher retardierten Verschwörungstheorien einer jetzt hier namentlich nicht weiter erwähnenswerten Person. Wie gesagt, das ist eine Frau, die... Naja, da will ich mir nichts weiter drüber sagen. Darüber hinaus fehlt es den meisten Menschen einfach an der Freiheit, die sie angeblich so verteidigen möchten. Denn scheinbar darf in Deutschland nicht jeder Frieden machen, wenn es etablierten Heuchlern nicht so gefällt. Und dabei frage ich mich ständig, wo verdammt sind denn nun all diese sogenannten Wutbürger, die sich sehr wohl über diese Zustände in diesem Land überall beschweren? Wo sind all die Menschen, die sonst an ihren Stammtischen ihre Meinung nicht laut genug in die Welt hinaus posaunen können? Wo sind die hier? Wo sind all die Menschen, die unter Hartz IV und Zwangsarbeit zu leiden haben? Habt ihr bereits aufgegeben? Oder reicht es euch, sich mit den immer wiederholenden Wutausbrüchen zufrieden zu geben, wenn ihr mal wieder vorm Sachbearbeiter sitzt, der genauso ein armes Schwein ist wie ihr selbst? Wo sind denn all die Studenten, die tragenden Pfeiler unserer Zukunft? Hier! Das freut mich, ja! Yeah. Ich begrüße all die Studenten, die hier sind, ja! Yeah. Aber ich frage mich, wo sind die vielen anderen, die als Pfeiler unserer Zukunft gelten? Seid ihr bereits so embedded in die große Maschine, dass ihr jede unbequeme Wahrheit wegintellektualisiert und denke nur noch als reiner Verwaltungsakt stattfindet? Ich glaube nicht. Also ihr seid Beweis dafür, dass es bei euch nicht so ist. Sehr geil. Ich frage mich auch, wo sind die vielen Leiharbeiter, auf deren Rücken und Gesundheit unser Staat Richtung Billiglohnland galoppiert? Ja. Auch geil, dass ihr da seid. Ihr seid auch immer da. Ich frag mich, wo sind all die Millionen anderen? Gehört ihr wirklich zu denen, die glauben, das Wichtigste sei, überhaupt Arbeit zu haben, ganz unabhängig davon, ob man davon leben kann? Glaubt ihr wirklich, Arbeit macht frei? Nee, Jungs. Nee, das glaubt ihr nicht. Also, wo sind denn die ganzen Tierschützer, die jede Massentierhaltung bekämpfen, aber die Massenmenschhaltung völlig ausblenden? Müssen wir erst in Käfigen sitzen, damit ihr euch dieser Friedensbewegung anschließt? Ich bitte darum, das Ganze hier nicht anklagen zu verstehen. Ich empfinde bei diesen Fragen eher Trauer darüber, dass viele Menschen die Prinzipien der Spaltung eher beherrschen als die der Vereinigung. Wenn ich hier gewisse Menschengruppen direkt anspreche und sie frage, wo sie sind, dann doch nur, weil wir euch brauchen und weil ihr uns braucht. Wir stehen hier als sich befreiende Menschen von den ewig gleichen und zerstörerischen Prinzipien, die diese Welt so sehr in Mitleidenschaft gezogen haben. Aber wir können diese gewaltige Aufgabe nicht alleine lösen. Wir können sie nicht mit Diskussionen um Nebenschauplätze lösen, die einfach nur unsere Lebensarten und Ansichten unterscheiden. Sondern wir müssen gemeinsam den zerstörerischen Kräften auf diesem Planeten begegnen. Denn in einem sind alle Menschen
alle Menschgebliebenen auf diesem Planeten doch einig. Kein Lebewesen sollte leiden müssen. Ich meine damit weder in diesen Massentierkatzen, die wir Zuchtanlagen nennen, noch meine ich damit diese Menschenfarmen, die wir Gesellschaft bezeichnen. Ich würde mich freuen, wenn auf den nächsten Mahnwachen die Antwort auf meine Frage, wo seid ihr, mit einem lauten, wie ihr Jungs es gemacht habt, hier beantwortet wird. Dankeschön.